Luminar. Und ja, mal gucken, was damit los ist. Vielleicht können wir die ja herbringen. Reiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Auf jeden Fall schon mal auffällig ist, der gelbe Fleck hier. Ich vermute mal, dass die LED durch ist. Mal gucken, ich schalte jetzt mal ein. Okay, geht erstmal. Aber wir sehen hier unten, die LEDs gehen nicht. Das hier unten, die gehen gar nicht. Vermutlich LED kaputt und das können wir hier oben ein aufhebeln. Zack, dann haben wir hier noch, scheinbar ist das ein LED-Panel. Und komischerweise gehen sie noch. Wenn ich aber direkt auf den Eingang gehe, gehen nur die drei. Fehler gefunden, die LED keinen richtigen Kontakt gehabt. Auf der linken Seite sind zwei LEDs kaputt. Aber alle Chips, die ich noch habe und bliblablub, ja, das passt alles irgendwie nicht. Das heißt, wir müssen irgendwas zusammenpfuschen. Reingepfuscht. Funktioniert wieder. Ja, geht wieder. Wie sah ich, habe ich einen Wackelkontakt? So leuchtet sie. Ich einmal rangehe, wackelt sie. Hier, das kann ich ganz schwer drücken. Und hier. Und da hat es hier minimal Kontaktschwierigkeiten. So, es war tatsächlich die kleine Schraube hier. Da müssen wir also echt erstmal drauf kommen. Jetzt kann ich hier rumfummeln und rumtatschen und drücken und alles funktioniert.